war Wasser auf die Mühlen dieses Revanchismus, den die Nazis dann verkündet haben. Und meine Familie nahm diese Parolen dankbar auf. Noch 20 Jahre nach Kriegsende eine offene Wunde. Die deutschen Verwandten werden 1965 vom offiziellen Besuchsprogramm ausgeschlossen. Das hat einfach damit zu tun, dass viele der Verwandten von Prinz Philipp durch Mitgliedschaft in der NSDAP politisch belastet waren. In den einzelnen Bundesländern durften die Verwandten dann dazu kommen. Die Wurzeln des Hauses Windsor gründen seit Jahrhunderten in deutschen Fürstenhäusern. Hannover stellt britische Könige, Sachsen-Coburg und Gotha sorgt für standesgemäße Ehepartner. Und auch Preußen und Hessen sind eng mit den Windsors verbunden. Wenn die Briten heute ihrer Königsfamilie zujubeln, scheinen deren deutsche Wurzeln vergessen und verdrängt. Doch hinter den Palastmauern lebt die deutsche Tradition weiter. William wurde es natürlich beigebracht, schon im Geschichtsunterricht, dass er weiß natürlich genau, aus welcher Dynastie er kommt, und er kennt seinen Stammbaum. Wenn die Windsors Hof halten, dann geschieht das hier, im Buckingham Palace in London. Erworben und ausgestattet von den Hannoveraner Georgs aus der Dynastie der Welfen, die im 18. und 19. Jahrhundert Britanniens Krone trugen. Ihr Erbe verbindet Briten und Deutsche bis heute. Georg III. War, glaube ich, ein sehr guter König. Was in der Zeit sehr, sehr ungewöhnlich war, hatte keine Mätresse, hatte eine Frau, mit der er bis zum Lebensende geblieben ist, hatte mit ihr 15 Kinder. Ich habe den Georg III. Eigentlich sehr gerne als Person der Geschichte. Auch heute ist es wieder ein kleiner Prinz namens George, der die Briten begeistert. Und sein Vater William weiß, welche Symbolkraft im Stammbaum steckt. Durch die Wahl der Vornamen, die in dieser Familie immer wieder an die nachwachsende Generation gegeben werden, ist eben doch deutlich, dass die Verbindung zu Deutschland immer wieder greifbar wird. Auch das zweite Kind des Herzogpaars trägt einen Namen aus der deutschen Ahnenreihe. Charlotte. Charlotte. Wie eine berühmte Königin aus dem Haus der Welfen. Dieser junge Mann ist ebenfalls ein Nachfahr der Welfen. Er trägt den Namen seines bekannten Vaters. Wir treffen Ernst August von Hannover Junior in London. In Deutschland ist der Adel abgeschafft. In Großbritannien dürfte sich Ernst August mit königlicher Hoheit ansprechen lassen. Aber darauf legt er keinen großen Wert. Wir sind mit ihm unterwegs nach Hampton Court Palace, 20 Kilometer entfernt vom Londoner Zentrum. Ernst August ist eingeladen zu einer privaten Führung durch die Gemächer des 500 Jahre alten Schlosses. Die Tudors lebten, liebten und stritten hier. Und auch die Vorfahren von Ernst August aus dem Haus der Welfen nahmen zu ihrer Zeit Besitz vom Palast. Lucy Worsley, Historikerin und Kuratorin der berühmtesten Paläste Londons, will mit Ernst August ergründen, wie seine Vorfahren die Geschichte Großbritanniens geprägt haben. Ich mag Georg III., besonders weil er seinen Job als König ernst genommen hat. Ich habe ja nur über ihn gelesen, aber so wie ich es verstanden habe, nahm er sich selbst nicht so wichtig. Er ließ sogar zu, dass diskutiert wurde. Er war keiner, der nur seinen Willen durchsetzen wollte, oder? Das hätte er sich gar nicht erlauben können. Er war nur auf Einladung des Parlaments hier König. Sie hätten ihn jederzeit rauswerfen können. Zurück nach Deutschland, Georg, wir sind dich leid. Hinter Palastmauern spielen sich private und politische Dramen ab. Damals wie heute. Für Ernst August lässt Lucy das verschlossene Schreibzimmer von George IV. Öffnen. Tatsächlich waren die Könige aus Hannover in England gar nicht so beliebt.
Die ersten Georgs sprachen nicht mal Englisch und ihr Verhalten löste oft Befremden aus. Das spiegelt sich in ihren Spitznamen wider. Da gab's den Bösen, den Traurigen, den Verrückten und den Fetten. Der Böse war George der Erste. Der hat seine Frau eingesperrt. Die unmöglichen Hannoveraner werden zur Zielscheibe der Karikaturisten. Das ist ja echt witzig. Hier, da fällt George der Vierte aus der Kutsche und landet mit der Nase auf dem nackten Hintern seiner Geliebten. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Tut mir leid, das muss hart sein, wenn man sich über ihre Vorfahren lustig macht. Oh, wirklich schlimm. Georg der Erste kam aus einem Land, in dem alles noch etwas rustikaler zuging. Da wurde es noch mit Essen geschmissen und es gab Protokollanweisungen, die gesagt, bitte nicht die Dienerschaft mit Bratenstücken zu bewerfen. Und er kam an einen Hof in England, wo alles ein bisschen feiner zuging. It wasn't necessarily... Lucy erklärt Ernst August, dass die Briten den Königen aus Hannover längst verziehen haben und inzwischen deren Vorzüge erkennen. Denn die Schwäche der Könige war die Stärke des Parlaments. Wir hatten zwei kleinere Aufstände, aber keinen großen Bürgerkrieg. Ihre Vorfahren waren zwar einfältig und langweilig, aber sie sorgten für stabile Verhältnisse. Und wir haben in dieser Zeit unser Empire aufgebaut. Ernst August ist beeindruckt vom Einfluss seiner Verwandten auf Englands Geschichte. Die Hannoveraner haben die britische Monarchie verändert. Vom Thron aus wird nicht mehr regiert, sondern repräsentiert. Dazu ist allerdings eine funktionierende Familie vonnöten, ohne Affären, was nicht jedem Thronfolger auf Anhieb zu gelingen scheint. Prinz Williams Ehe mit der bürgerlichen Kate ist bislang mustergültig. Sein Hannoveraner Vorfahr George IV. Hinterlässt keinen legitimen Nachfolger, ebenso wenig sein Bruder William. Erst der dritte Bruder, Edward, zeugt schließlich mit einer Prinzessin aus Sachsen-Coburg Thronfolgerin Victoria. Der nächste deutsche Beitrag zu Britanniens Dynastie. Und Victoria sucht sich ihren Ehepartner auch in Deutschland. Prinz Albert stammt aus Coburg. Er genießt eine liberale Erziehung. Seine Rolle als Prinzgemahl scheint ihm wie auf den Leib geschneidert. Schloss Calenberg in Coburg ist lange Zeit Wohnsitz derer zu Sachsen, Coburg und Gotha. Heute dient das Schloss als Museum. Ein Familienbetrieb, geleitet von Erbprinz Hubertus. Der gelernte Banker erzählt gern von Albert und Victoria. Ihre Ehe zählt zu den harmonischsten Kapiteln der Familiengeschichte. Und es muss wohl, ja, wie sagt man heute, Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Die Aufzeichnungen, die man von Queen Victoria dazu hört und auch von Albert, die man lesen kann, sprechen doch beide von einer ganz erheblichen Lebensfreude und von einem Interesse voneinander. Victoria findet Albert umwerfend, ihrem Volk aber ist der Deutsche verdächtig. Ich denke, zu dem Zeitpunkt kann man ganz klar sagen, dass die Briten nicht begeistert waren, dass hier ein deutscher Provinzfürst sozusagen kommt und die spätere Königin Victoria heiratet, ist sicher nicht auf die größte Gegenliebe bei den Briten gestoßen. Aber Queen Victoria hat sich hier ganz klar durchgesetzt. Die glücklichen Coburger, wie sie genannt wurden, sind Protestanten und deshalb gut vermittelbar als Ehepartner für die Höfe Europas. Ihr Glaube steht keiner Staatsreligion im Weg. Die Coburger Herzöge sind deshalb eng mit dem europäischen Hochadel verwandt. Als Erbprinz Hubertus 2009 heiratet, kommen auch König Karl Gustav und Königin Silvia als Ehrengäste nach Coburg. Karl Gustavs Mutter stammt von hier. Die neue Prinzessin Kelly ist eine Bürgerliche aus Amerika. Das Paar hat sich in New York kennengelernt. Als ihr Nachwuchs getauft wird, stehen Ernst August von Hannover und Victoria von Schweden Pate. Sie alle sind mit Queen Victoria verwandt, der Großmutter Europas. Und zwar haben wir hier eine Haarlocke von Königin Victoria. Und zwar bewahren wir die hier auf. Und Sie sehen hier diese Haarlocke und Sie sehen hier darüber das Original
den Originalumschlag mit VR, also für Victoria, und diese befindet sich hier. Die Ehe der britischen Königin mit dem Provinzfürsten Albert ist glücklich und fruchtbar. 9 Kinder kommen zur Welt. Die älteste Tochter Vicky wird einmal deutsche Kaiserin sein. Persönlich bin ich der Meinung, dass Albert nachher doch sehr viel Interessantes in Großbritannien erreicht hat und sehr, aus meiner Sicht sehr geholfen hat, die Monarchie dort auch nachhaltig zu festigen. Am Ende sind auch die Briten mit ihrem deutschen Prinzen Albert versöhnt. Sein berühmtestes Denkmal steht im Zentrum Londons, geziert vom sächsischen Wappen. Der positive Einfluss dieses Deutschen auf die britische Krone ist unübersehbar. Er hat nicht nur die Familie reformiert, sondern er hat sich eben auch für wahnsinnig viele soziale Projekte eingesetzt und hat ihr damit eine neue Richtung gegeben als die Wohlfahrtsmonarchie, wie man sie nennt. Also eine Monarchie, die sich kümmert, die sich interessiert für alle Schichten und nicht nur mit der Oberschicht paktiert. Prinz Albert ist bis heute im Herzen der Londoner lebendig. Als Aushängeschild für einen Pub, als Brückenpatron über der Themse, als Förderer von Kunst und Kultur. Nach dem frühen Tod ihres Gatten lässt Queen Victoria die Royal Albert Hall errichten. Sie ist Teil der nationalen Gedenkstätte für den Prinzen, der aus der Provinz kam, um die Krone eines Weltreichs zu retten. Prinz Albert hat der britischen Monarchie eine neue Überlebensstrategie geliefert. Seither gehört es einfach dazu, sich sozial zu engagieren, bis heute. Sie sammeln Geld für wohltätige Zwecke, zum Beispiel für Krankenhäuser. Auch die bürgerliche Kate Middleton hat sich nach ihrer Hochzeit mit Prinz William dieser wohltätigen Tradition angeschlossen. Während ihrer Schwangerschaften gönnt sie sich nur in den ersten Wochen eine Pause. Dann absolviert sie wie ihr Mann das royale Pflichtprogramm. William in der Rolle des guten Prinzen. So wie es sein Coburger Vorfahr Albert vorgelebt hat. Sie wissen es vielleicht nicht, aber Sie haben ihm das Überleben des Hauses Sachsen-Coburg-Gotha-Windsor zu verdanken, denn er hat die Royal Family reformiert. Als sie auf dem absoluten Tiefpunkt ihrer Popularität stand, war es Albert, der dafür gesorgt hat, dass diese Familie wieder respektabel wurde, dass sie wieder Teil der Nation werden konnte. Victoria und Albert werden zum Vorzeigemodell einer Familie auf dem Thron. Die Eskapaden ihrer Hannoveraner Vorgänger geraten in Vergessenheit. Für das Königreich Hannover muss allerdings ein neuer Herrscher gefunden werden, da Frauen dort vom Erbe ausgeschlossen sind. 1837 kommt so Ernst August I. auf den Thron der Welfen. Heute ist das Schloss Marienburg der Stammsitz des ältesten Adelsgeschlechts Europas. Erbaut im 19. Jahrhundert als Geschenk an Königin Marie von Hannover, soll es an die mittelalterliche Blüte der Welfen erinnern. Die 20 Kilometer südlich von Hannover gelegene Burg ist Privatbesitz der Welfen, kann aber besichtigt werden. Königin Marie gestaltet die nach ihr benannte Burg im Stil der Romantik. Als steingewordenes Märchen von edlen Rittern und liebreizenden Prinzessinnen. Kurfürsten und Könige entstammen dem Geschlecht der Welfen. Ihre Kunstsammlung ist legendär. Verwaltet wird das Erbe des Hauses von Ernst August Junior. Adel und Königswürde sind nur noch von historischem Wert. Aber die Faszination für mehr als 1000 Jahre Familiengeschichte ist geblieben. Mit der Krone ist am klarsten zu erkennen, dass Hannover früher ein Königreich war. Das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht so bewusst in der Region. Die Braunschweiger Fußballmannschaft wird nach dem Löwen genannt, auch ein Vorfahren von mir. Die Hannover 96 haben den König Ernst August auf der Fahne, die Fans. Das ist ein Teil der Geschichte des Landes.
So ganz genau weiß Ernst August selbst nicht, was sich alles in den verstaubten Depots seines Schlosses verbirgt. Aber den Stammbaum seiner Familie, den kennt er ebenso gut wie sein britischer Verwandter Prinz William. Das ist hier, also das Entscheidende ist, hier ist das, der erste, der Welf, sagen wir Welf 0, der um 824 gestorben ist. Also somit fängt die Familiengeschichte an. Im Mittelalter steigen die Welfen zu einer der mächtigsten Dynastien Europas auf. 1866 ist es dann allerdings vorbei mit der Herrlichkeit. Das Königreich Hannover wird vom mächtigen Preußen annektiert. Hier, im neuen Palais in Potsdam, residiert zu dieser Zeit der preußische Thronfolger Friedrich Wilhelm. Das Barockschloss im Park von Sanssouci dient ihm und seiner Familie als Sommerwohnung. Wie alle Hohenzollern wird Prinz Friedrich Wilhelm militärisch erzogen. Er kommt aber auch mit liberalem Gedankengut in Kontakt. Verheiratet ist er mit einer englischen Prinzessin, Victoria, genannt Vicky, der ältesten Tochter Queen Victorias und Prinz Alberts. Das war dann aber nicht ausschließlich eine politische Ehe, sondern es war auch eine Liebesheirat. Ihr Vater, Prinz Albert von Sachsen-Coburg, hat ein großes Interesse gehabt, dass sie den Kronprinzen heiratet. Er hatte eine sicherlich etwas idealistische Vorstellung und Hoffnung, dass man Preußen aus einem inneren heraus modernisieren, liberalisieren könnte. Und er hatte gehofft, dass er das mit dieser Heirat dann erreichen könnte. Vicky, durch ihre Erziehung von liberalen Ideen überzeugt, fühlt sich im autokratisch geführten Preußen nie richtig wohl. Nur 99 Tage regiert ihr Mann Friedrich Wilhelm als deutscher Kaiser und König von Preußen. Dann stirbt er 1888 und mit ihm die Hoffnung auf Reformen. Vicky spürt die Härte des preußischen Machtapparats. Auch der mächtige Arm ihrer Mutter Queen Victoria kann sie nicht schützen. Vickys Sohn, Kaiser Wilhelm II., ist kein Freund von liberalen englischen Ideen. Man darf nicht vergessen, dass ihr Verhältnis zu ihrem Sohn total zerrüttet war in der Zeit. Als ihr Mann verstarb, wurde das neue Palais als Beispiel umstellt und es wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Und das vertreibt einen schon aus Berlin und Potsdam. Vicky findet Zuflucht in Kronberg im Taunus bei ihrer Tochter, die mit dem Landgrafen von Hessen-Kassel verheiratet ist. Die Ex-Kaiserin lässt sich hier ihr Traumschloss bauen, Friedrichshof, und macht es zur Gedenkstätte für ihren verstorbenen Mann. Heute dient das Schloss als Hotel, aber vieles erinnert noch an die unglückliche Kaiserin Vicky. Das war natürlich ein sehr aufgeklärter, moderner Charakter. Hier schwingt auch sehr viel Bildungsbürgertum mit. Sie hat eine Schule gegründet oder mit aufgebaut, ein Altersheim gegründet, ein Krankenhaus, also mit dem Altersheim in Verbindung. Sie hat sich versucht, dann auch positiv einzubringen. Als Vicky 1901 stirbt, wird sie in Potsdam beigesetzt, im Mausoleum neben ihrem Gatten Friedrich Wilhelm. Ihre Ehe war das letzte Symbol britisch-deutscher Verbundenheit vor dem Ersten Weltkrieg. Als die Queen 1992 Deutschland besucht, kommt sie auf persönlichen Wunsch auch nach Potsdam zum Mausoleum von Friedrich Wilhelm und Vicky. Verneigung vor der britisch-deutschen Familiengeschichte. Das ist, denke ich, eine sehr starke Geste. Damit nimmt sie Bezug auf die lange historische, enge Beziehung zwischen Großbritannien und Deutschland. Sie zeigt damit, dass sie da auch dran anknüpfen möchte und dass sie diese Beziehung auch weiterhin aufrecht und halten möchte und pflegen möchte. Die deutsch-britische Verbundenheit ist über Jahrhunderte vor allem eine Beziehung von Adelsdynastien.
Ein Netzwerk, geknüpft aus Ehebündnissen, umspannt Europa zu Zeiten Kaiser Wilhelms II. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs scheint es vielen noch undenkbar, dass die Cousins auf den Thronen Deutschlands und Britanniens ihre Heere gegeneinander aufmarschieren lassen. Doch Europa steht unmittelbar am Abgrund des Krieges. Verwandt zu sein, ist nicht unbedingt eine Garantie dafür, dass man sich unbedingt sympathisch findet. Es gab zwischen Kaiser Wilhelm II. Und George V. überhaupt kein warmes Gefühl der Sympathie, sehr, sehr wenig an familiärem Gefühl in dem Sinne. Während deutsche Truppen im Ersten Weltkrieg auf dem Kontinent vorrücken, erkennt George V. seine deutschen Wurzeln als Problem. Ein britischer König mit dem Nachnamen Sachsen, Coburg und Gotha, das klingt nach Kollaboration mit dem Feind. Kurzerhand gibt George V. seiner Dynastie einen neuen Namen, Windsor. Die deutschen Fürsten werden aus dem Hosenbandorden ausgeschlossen. Enge Verwandte wie die hessischen Battenbergs müssen sich britische Namen zulegen. Es war einfach so ein Bruch hier zwischen Deutschland und England auch gegeben, dass man hier einfach mit den deutschen Wurzeln eigentlich zu dem Zeitpunkt brechen wollte und die auch im Namen nicht mehr dokumentiert haben wollte. Ich denke, es ist nachvollziehbar, dass man dann einfach sagt, man wollte sich hier auch von diesem ja, sehr deutschen Sachsen-Coburg-Gotha-Namen, der durch Albert eben in die Familie kam, auch trennen. Der Erste Weltkrieg kostet Millionen Deutsche und Briten das Leben. Mohnblumen wie Blutstropfen vor dem Tower von London. Ein starkes Symbol zum Gedenkjahr 2014. Hier ist die Queen ganz Britin, als Staatsoberhaupt einer Nation, die die Siege über Deutschland in zwei Weltkriegen als Teil ihrer Identität versteht. Dieses Kapitel ist ein schwieriges Kapitel, aber wir haben das inzwischen überwunden. Und das gilt auch für die königliche Familie wie für andere Briten. Die Botschaft heute heißt Versöhnung. Sie weiß um die historische Bedeutung dieser Anlässe, da sie ja selbst einen Krieg zwischen Großbritannien und Deutschland miterlebt hat. Aber sie klammert sich nicht an die Vergangenheit. Lassen sich die dunklen Kapitel deutsch-britischer Geschichte so einfach abschließen? Einige unbequeme Punkte sind bis heute nicht geklärt. Sie haben ihren Ursprung hier in Coburg, wo die Wurzeln der Windsors liegen, in der Heimat von Prinz Albert. Coburg war immer schon sehr national gesinnt. Nach dem Ersten Weltkrieg sind sie ein Auffangbecken der radikalen Rechten. In Coburg haben sich all diese Schutz- und Trutzbündnisse versammelt und unterstützt von Karl Eduard, der das natürlich mitfinanziert hat. Karl Eduard, Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha, ist ein Enkel von Queen Victoria. Er residiert im fränkischen Coburg und schlägt sich auf die Seite Hitlers, noch bevor der die Macht an sich reißt. Karl Eduard von Coburg war ein großer Hitlerfreund. Er hat dafür gesorgt, dass Hitler in Coburg 1922 zum ersten Mal sich in Franken sozusagen positionieren konnte. Er hat Hitler dann später finanziell unterstützt und er ist von Hitler dafür auch reichlich belohnt worden. Ein enger Verwandter der Windsors im Bann der Nazis. Gern kommt Hitler nach Coburg. Die Stadt gilt als braune Hochburg. Gerade wenn man diese Hitler-Hetzreden sieht und hört, dieses heisere Gebrüll, dieses barbarische, man kann sich gar nicht vorstellen, dass ein kultivierter Mensch mit so jemandem Umgang hat. Das Erstaunliche war, und das beschreibt meine Mutter und auch meine Großmutter,
Er muss einen wirklichen Charme entwickelt haben im Privaten. Er muss auf diese Leute einen Zauber ausgeübt haben, der sie sehr lange im Bann gehalten hat. Sie gerieten in einen Bann. Eine Faszination, der sich auch das Who is Who des deutschen Adels nicht entziehen kann oder will. Er hatte zum Beispiel die Hohenzollern sehr früh gewonnen, er hat die Bismarcks gewonnen, er hat dann die Coburgs, er hat diese ganzen großen Namen, diese glamourösen Namen gewonnen. Es war natürlich auch ein Zeichen für die Bevölkerung, dass sozusagen ein historischer Kompromiss zustande gekommen ist zwischen dem ehemaligen Fürstenhaus, dem Angestammten, und den neuen Herrschern. 1932 heiratet Sibylla, die Tochter von Herzog Karl Eduard, in Coburg den schwedischen Kronprinzen. 1946 wird sie den heutigen König Karl Gustav zur Welt bringen. Das uralte Netzwerk europäischer Fürstenhäuser, auch wenn die meisten formal entmachtet sind, ist in den 30er Jahren noch ein realer Machtfaktor. Dicht geknüpft sind die Familienbande, gerade die der Coburger. Und Hitler nutzt sie für seine Zwecke. Hitler wollte immer diese deutsch-britische Allianz schaffen und Karl Eduard war eine seiner vielen Geheimwaffen. Er hat seine persönlichen Diplomaten benutzt, weil er seinen eigenen Diplomaten nicht getraut hat und hat diese Aristokraten sozusagen auf die englische Gesellschaft losgelassen. Und Karl Eduard war einer der wenigen, die eine sehr gute Beziehung mit Edward VIII. Hatten. Der britische König Edward VIII. Führt ein Doppelleben. Beliebt beim Volk, hat er eine heimliche Beziehung zur Amerikanerin Wallace Simpson. Besonders brisant, Wallace ist geschieden und pflegt enge Kontakte zu Nationalsozialisten. Für einige Zeit soll sie sogar die Geliebte Joachim von Ribbentrops gewesen sein, des späteren Außenministers der Nazis. Eine verhängnisvolle Affäre, von der die britische Königsfamilie wohl Kenntnis hat. Als Edward die umtriebige Wallace heiraten will, wird er zur Abdankung gedrängt. Sein Bruder George VI. Übernimmt den Thron. Doch er fürchtet, Edward könne ihm die Krone wieder streitig machen, mit Hitlers Hilfe. Der neue König ordnet an, dass Wallace und Edward aus England ferngehalten werden. Ein Riss geht durch die Royal Family. Prinzessin Elizabeth hatte ihren Onkel Edward VIII. Sehr gern, bis zum Moment seiner Abdankung. Von da an war er für sie praktisch gestorben. Ein Besuch Edwards in Nazi-Deutschland 1937 sorgt für Empörung in Großbritannien. Der ehemalige König, der Deutsch als seine Muttersprache bezeichnet, ist auf dem besten Weg zum Vaterlandsverräter. Er stellte dauernd neue Forderungen und keiner wusste, was er als nächstes vorhatte. Ständig schrieb er beleidigende Zeitungsartikel und entwickelte sich zum permanenten Störenfried. Geheimdienste melden, dass Edward mitten im Krieg bei Hitler die Bildung einer neuen, nazifreundlichen Regierung in London sondiert. Der Ex-König soll sogar die Bombardierung seiner Heimat durch die Nazis begrüßt haben. Der Albtraum einer deutsch-britischen Allianz im Zeichen des Hakenkreuzes. Welche Rolle spielt dabei Karl Eduard, der Herzog von Coburg? Da war er doch eine umstrittene Figur. Er wurde später von den Amerikanern als Mitläufer eingestuft. Und es gibt hier aber immer wieder Fragen, auch in der heutigen Zeit noch, wie seine Rolle wirklich war. Das ist auch einer der Gründe, warum meine Familie sich jetzt gerade entschlossen hat, eine umfassende Biografie zu unterstützen. Der Sieg der Alliierten über Hitler-Deutschland beendet dieses unbequeme Kapitel der Familiengeschichte des Hauses Windsor. Europa schüttelt das Gespenst des Nazi-Terrors ab. Und in Großbritannien will niemand mehr an die deutschen Wurzeln der britischen Königsfamilie erinnert werden. Im Zweiten Weltkrieg, als es um das nationale Überleben ging, bestand die königliche Familie ihre Feuerprobe.
for the Queen Mother and in dem Queen Mum, König George und die jungen Prinzessinnen Elisabeth und Margaret es schafften, als Familie zu überleben, überlebte auch die Nation. That they were able to survive that as a family, the nation survived. 2 Jahre nach Kriegsende wissen die Briten nicht so genau, ob sie sich freuen sollen. Thronfolgerin Elizabeth verlobt sich mit Philip Mountbatten. Der schneidige Marineoffizier ist ein Prinz von Griechenland. Doch seine Wurzeln sind ausgerechnet deutsch. Seine Mutter ist eine Prinzessin aus dem hessischen Haus Battenberg. The Queen Mother was not a tall keen on Queen Mum mochte die Deutschen gar nicht und fand es auch nicht gut, dass die deutschen Verwandten ständig privat zu Besuch kamen. Of course they did come quite a lot, privately. Die britische Öffentlichkeit soll lieber nicht erfahren, wie eng Philipps Verbindung zu Deutschland noch ist. Das war eine enorme Portion von Heuchelei, dass man ihn sozusagen als den Hunden bezeichnete und ihn als den Deutschen negativ abstempelte. Und die Höflinge haben ihn ganz besonders abgelehnt. Der Hof ist im Grunde genommen eine sehr konservative und manchmal sogar bösartiges Instrument. Also wenn Sie sprechen von antideutschen Einstellungen, also der Hof war wirklich sehr antideutsch für viele Jahrzehnte. Die Höflinge lassen Philipp spüren, dass er in ihren Augen ein Außenseiter ist. Als er dann durch Windsor zum ersten Mal geführt wurde von ihnen, haben sie Sachen gesagt wie, schauen Sie, hier hat Queen Victoria gelebt etc. Und er hat gesagt, ja, das weiß ich alles, weil meine Mutter in Windsor geboren ist. Also man hat einfach vergessen, dass er ja auch Teil dieses Clans ist. Denn Philipps Familie ist eng mit dem britischen Königshaus verwandt. Seine Mutter Alice ist eine Urenkelin Queen Victorias. In den 20er Jahren flüchtet die Familie nach einem Militärputsch von Korfu nach Paris. Im Exil zerbricht die Familie. Das besonders Tragische war, dass Prinz Philipp ja elternlos aufgewachsen ist. Sein Vater war schon früh abgehauen und hat sich als Playboy durch die Welt getrieben. Seine Mutter wurde von ihrer eigenen Familie in ein Irrenhaus gesteckt. Prinz Philipp wurde sozusagen wie so Strandgut zwischen Onkeln und Tanten hin und her geschoben. Und als man ihn mal gefragt hat, was für eine Sprache sprecht ihr eigentlich zu Hause, war seine Gegenfrage, was meinen Sie mit zu Hause? Schloss Wolfsgarten, der Jagdsitz der Landgrafen von Hessen-Darmstadt, wird für Philipp zur zweiten Heimat. Hier leben seine hessischen Verwandten. Auf dem Schloss in der Nähe von Frankfurt verbringt der elternlose Prinz gern seine Ferien. Auch in späteren Lebensjahren wird Philipp oft im Hessischen zu Besuch sein und seine deutschen Verwandten treffen. Nicht selten sind auch andere europäische Adelige mit von der Landpartie. My grandmother was born a princess of Hesse. Meine Großmutter war eine geborene Prinzessin von Hessen. Unsere Familie war überall im Ausland verstreut, aber die meisten lebten in Deutschland. Cecile, Philipps Lieblingsschwester, ist mit Georg Donatus von Hessen verheiratet. Auch die 3 anderen Schwestern Philipps ehelichen deutsche Prinzen aus den Häusern Hessen, Hohenlohe, Langenburg und Baden. 1937, auf dem Weg zu einer weiteren Hochzeit in London, geschieht ein tragisches Unglück. Die Maschine mit Philipps Schwester Cecile, ihrem Mann und den Kindern stürzt über Belgien ab. Keiner überlebt. Prinz Philipp ist im Internat in Schottland, als ihn die Nachricht erreicht. Prinz Philipp brach nicht zusammen. Er weinte nicht. Er nahm es wie ein Mann. Alles, was er ertragen musste, schien ihn nur noch stärker zu machen. Der 16-jährige Philipp fährt nach Darmstadt zur Beisetzung. Die Menge grüßte den Trauerzug mit Heil Hitler. An der Seite Philipps gingen seine beiden Schwager in Nazi-Uniformen. Dieser Hitlergruß, den fand er so komisch,
weil er so aussah, wie, als ob einer austreten will in der Klasse. Dass man die Hand so hoch hebt, weil man gerne mal aufs Klo muss. Die Briten gewöhnen sich an den sympathischen Prinzen an der Seite ihrer Queen. Seine deutschen Verwandten bleiben im Hintergrund. Bis 1953 werden die Schwestern vorsichtshalber nicht zu offiziellen Anlässen eingeladen. Nach dem, was England von Deutschland im Krieg erlitten hatte, dass es dann nicht hilfreich sein würde für ihren Bruder in England, wenn auf einmal die Schwestern mit ihren Männern, die alle in der Wehrmacht gedient hatten, dort auf einmal eine große öffentliche Aufmerksamkeit erregen. Das hätte ein ganz schlechtes Klima gemacht. Das haben sie sehr, sehr, sehr genau verstanden. Ein paar Jahre später, für der Krönung, waren sie ja dann alle eingeladen. Beharrlich drängt Prinz Philipp im Hintergrund auf eine Aussöhnung Großbritanniens mit den Nachkriegsdeutschen. Prinz Philipp war, glaube ich, im Königshaus den fachkündigste Deutschlandkenner. Ja. Er hat dann den Schluss gezogen, es ist Zeit für eine richtige Versöhnungsgeste. Und hat dann innerhalb des Königshauses als Versöhnungspolitiker funktioniert. 1965 ist es soweit. Die Queen besucht die Heimat ihrer Vorfahren. Widerstände britischer Politiker hatte Prinz Philip ausräumen können. Mit einem familiären Zugeständnis. Man hat sich damals entschlossen, die zahlreichen Verwandten von Prinz Philip nicht zum Staatsbankett zu laden. Aber das war ja ein 11-tägiger Besuch. Sie ist damals wirklich durch ganz Deutschland gereist. In den einzelnen Bundesländern durften die Verwandten dann dazukommen. Der Besuch wird ein Erfolg. Die Deutschen sind begeistert. Und verstehen, welches große Geschenk ihnen die Königin mitgebracht hat. Eine Geste der Versöhnung. Es war mit wenigen Ausnahmen fröhliche Herzlichkeit, die immer wieder ermuntert wurde durch jenes gewinnende Lächeln, das nunmehr auf unzähligen Bildern ihre Empfindungen widerspiegelt. Eine deutsch-britische Aussöhnung war natürlich etwas, was alle erhofften in Westdeutschland. Und dann natürlich war der Glamour-Effekt da. Also da war eine schöne, junge Königin und die besucht uns. Und das hat einfach die Leute gefreut, dass man ein bisschen wieder Teil dieses Europas geworden ist und nicht mehr der Aussätzige. Hannover in den Nachmittagsstunden des 27. Mai 1965. Die Queen in der Stadt, aus der viele ihrer deutschen Vorfahren stammen. Im einstigen Reich der Welfen wird Elizabeth besonders herzlich begrüßt. So ein bisschen ist sie ja doch eine von uns, scheinen die Menschen hier zu denken. Noch immer sind einige Kapitel dieser besonderen deutsch-britischen Geschichte nicht erforscht. Und jede Generation wird vor neue Fragen gestellt. Ernst August von Hannover Junior hat sich zum Ziel gesetzt, in seinen Archiven erstmal Ordnung zu schaffen. Vieles ist neu, auch für ihn. Alte Kataloge aus dem Schloss Herrenhausen vor dem Krieg. Ja, ich glaube 37. Ach, keine gute Zeit. Es ist vor allem die Rolle seiner Familie in der Nazi-Zeit, die Ernst August interessiert. Victor Luise, meine Urgroßmutter, Ernst August, mein Urgroßvater, Ernst August, mein Großvater. Historiker sollen im Auftrag des Welfenprinzen klären, ob seine Vorfahren von der Politik der Nazis profitiert haben. Bislang hat nur das Haus Hessen umfangreiche Bestände des Familienarchivs zugänglich gemacht. Da gibt es ganz klar eine Verpflichtung. Ja, in jeder Familie, die